Ja, auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auch zur ersten Samstagsvorlesung im diesjährigen Zyklus. Es ist eine Sonder-Samstagsvorlesung. Es hätte sich ja vielleicht angeboten, wenn ich in der letzten Woche eingesprungen wäre. Aber das kam alles so kurzfristig, dass ich das in dieser Zeit nicht geschafft hätte, das vorzubereiten. Es ist eine Sondersamstagsvorlesung zum diesjährigen Nobelpreis für Physik. Und ich möchte Ihnen die Physik hinter diesem Nobelpreis, die Physik hinter diesem Physik-Nobelpreis ein bisschen näher bringen. Ich möchte Ihnen aber auch erklären, warum wir uns in Jena so besonders über diesen Nobelpreis gefreut haben. Hier sehen Sie die drei designierten Nobelpreisträger, zwei Franzosen, Pierre Agostini und Anne L'Huillier. Pierre Agostini derzeit, na, vielleicht nicht mehr, er ist ja schon ziemlich alt, wie Sie an seinem Geburtsdatum hier sehen. In Saclay hat er gearbeitet, dann später in Ohio und ich denke, inzwischen ist er wieder in Frankreich zurück. Frau L'Huillier arbeitet in Lund und Herr Krauss natürlich in München. Der Nobelpreis geht allerdings auf Arbeiten zurück, die er in Wien schon gemacht hat. Attosekunden. Für Attosekundenpulserzeugung und für den Nachweis von Attosekundenpulsen ist der Nobelpreis verliehen worden. Da fragt sich natürlich zuerst mal, was ist überhaupt eine Attosekunde? 15 Nullen hinter dem Komma und dann kommt etwas. Nicht, das ist schwer vorstellbar, das ist überhaupt nicht vorstellbar, um genau zu sein. Da helfen auch keine Vergleiche, wie zum Beispiel der, dass in einer Sekunde so viele Attosekunden vergehen, wie im Alter des Universums Sekunden vergehen. Fragen wir lieber, zu was wir die Attosekunden brauchen. Und dazu ein kleiner Rückblick ins 19. Jahrhundert. Da hat man andere fundamentale Fragen gehabt. Zum Beispiel die, wie das ist mit dem Pferd. Ob es da eine Phase gibt im Galopp des Pferdes, wo das Pferd alle vier Hufe von der Erde hat und wie das Pferd sich da bewegt. Sie kennen vielleicht so alte Bilder, wo man das Pferd galoppieren sieht, die zwei Vorderläufe nach vorne, die zwei Hinterläufe nach hinten. Ja, wenn Sie hier drauf schauen, so war es nicht. Und das haben die Leute, dass da was falsch ist mit den Bildern, das haben die Leute damals gefühlt. Und ein gewisser Herr Stanford hat seinen ersten Forschungsauftrag vergeben. Stanford, der die Stanford University gründete, nicht? Der hat $50.000 in die Hand genommen, um mit dem Fotografen Muybridge diese Aufnahmen hier zu machen und viele weitere. Nicht? Attosekunden sind natürlich sehr, sehr viel kürzer als das. Den Weg zu den Attosekunden möchte ich über die Femtosekunden, das ist also ungefähr 1000-mal langsamer, einführen. 1999, also in dem Jahr, wo hier die Physikvorlesung, die Samstagsvorlesungen begonnen haben, da gab es den Nobelpreis an Ahmed Sewail, ein Ägypter, auch amerikanischer Staatsbürger gewesen, der den Nobelpreis für die Femtochemie, erhalten hat. Es ist nämlich so, dass sich die Atome in einem Molekül bei einer chemischen Reaktion auf der Femtosekundenskala, das sind 10 hoch minus 15 Sekunden, auch nicht vorstellbar, wie kurz das ist im Grunde, aber die Atome in einem Molekül, die ordnen sich um auf dieser Zeitskala. Aber jede chemische Reaktion beginnt im Grunde mit einer Umordnung bei den Elektronen. Und die Elektronen sind sehr viel leichter, die ordnen sich gewissermaßen auf der Attosekundenzeitskala um. Und damit sehen Sie auch schon, warum die Attosekundenphysik so wichtig ist, auch wenn sie vielleicht die entscheidenden Durchbrüche bis heute noch nicht gebracht hat.
Warum war es so schwierig, Attosekundenpulse herzustellen? Das möchte ich Ihnen an dieser Kurve zeigen, die darstellt, was die kürzesten Lichtpulse waren, so jeweils über das Jahr gerechnet oder aufgetragen. Nicht? Und da sehen Sie, es ist eine exponentielle Kurve hier, ja, also logarithmisch hier aufgetragen, wie die Pulsdauer seit Erfindung des Lasers vor 60 Jahren oder so hier nach unten gegangen ist und auf einmal ging es nicht weiter. Nicht? Was war der? Und zwar bis zum Jahr 2001, also bis zur Einführung, bis zum Nachweis von Attosekundenpulsen. Was ist der Grund? Ganz einfach, wenn wir uns so einen Puls anschauen, dann ist es ja so, dass dort das elektromagnetische Feld schwingt und die Schwingungsperiode im sichtbaren Bereich, die dauert ungefähr 1 bis 2 Femtosekunden. Das bedeutet also, wenn Sie einen Puls haben, der weniger als 10 Femtosekunden beträgt, dann haben Sie nur noch einen optischen Zyklus. Und weniger als einen optischen Zyklus, na, das ist halt schwierig, nicht? Man muss also zu kürzeren Wellenlängen gehen, und das ist auch genau das, was passiert ist. Man muss zu kürzeren Wellenlängen gehen, um noch kürzere Pulse zu schaffen. Die Erzeugung von Attosekundenpulsen oder die Erzeugung von kürzeren Wellenlängen, die hängt sehr stark zusammen mit dem, was man Starkfeldlaserphysik nennt. Und derjenige, der die erfunden hat oder der den ersten Effekt davon entdeckt hat, ist einer der Nobelpreisträger, auch wenn der Nobelpreis ausdrücklich nicht für diesen Beitrag vergeben worden ist. Das ist Pierre Agostini, der 1979 die sogenannte Above-Threshold-Ionisation gezeigt hat. Hier sehen Sie das Photoelektronenspektrum. Ich will es gleich erklären. Zunächst mal grob und dann vielleicht die Geschichte von Anfang an. Nicht? Also wir drehen das Ganze hier um 90 Grad und stellen uns dann hier ein Atom vor, ein Xenonatom, wie es also tatsächlich in dem Experiment verwendet worden ist. Es hat einen Grundzustand, hat mehrere angeregte Zustände, die interessieren uns alle nicht, die hätte ich mir auch sparen können hinzuzeichnen. Und dann hier die Ionisationsschwelle. Ja, also wenn das Elektron stärker angeregt ist als die Ionisationsschwelle, dann haben wir ein freies Elektron. Und und jetzt fange ich mal mit der Geschichte der Photoionisation von vorne an und zeige Ihnen dazu dann auch gleich ein Experiment. So, meine Fernsteuerung, die mag nicht mehr. Also hier haben wir Einstein. Einstein hat ja den Nobelpreis so 1921 erhalten, aber ausdrücklich nicht für die Relativitätstheorie, sondern für seine Erklärung des lichtelektrischen Effektes, also der Photoionisation, wenn wir Atome hätten. Das Rätsel war damals, dass es, ja, ich will es Ihnen gleich zeigen, dieses Rätsel. Wir haben ja hier die entsprechenden Versuche. Übrigens, Herr Schott, ganz vielen Dank, dass Sie das aufgebaut haben. Was wir tun, ist, dass wir eine Zinkplatte, das ist ein klassischer Versuch nach Hallwachs, nicht? Also, dass wir eine Zinkplatte negativ aufladen, also mit Elektronen aufladen, und das sehen Sie dann auch hier. Ja, wie mache ich das? Mache ich das Licht zu, nicht? Also das ist hier eine Lampe, die so eine Quecksilberdampflampe, die erzeugt auch ein bisschen UV-Licht. Um das geht es dann genau nicht. Also ich lade hier dieses Elektroskop auf. Das ist jetzt negativ geladen. Ja, ich kann das dann auch noch positiv aufladen, wenn wir das Experiment machen wollen. Und ich kann jetzt erstmal eine Fensterglasscheibe hier reinsetzen. Ja, Fensterglas ist für UV-Licht undurchlässig. Ja, das macht es also auch nützlich, um die Haut zu schonen. Und Sie sehen, wenn wir das damit beleuchten, dann Sie sehen, dass Sie nicht sehen, nicht? Also der berühmte Spruch. Wenn ich das Ganze mit Quarzglas mache, das durchlässig ist für UV-Licht, dann sehen Sie, dass die Ladung hier auf der Zinkplatte zurückgeht, nicht? Dass sich die entlädt. Also was hier passiert ist, dass die Lichtteilchen
die ja über diese Versuche sozusagen eingeführt worden sind, die Photonen, dass die Elektronen hier aus der Zinkplatte lösen und deswegen also diese Zinkplatte entladen wird. Ja, das ist also eines der grundlegenden Experimente, wie es überhaupt zur Quantenphysik kam. Ja? Also Einstein hat damit das Problem gelöst, dass egal wie intensiv die Lichtquelle ist, wenn die Photonen sozusagen zu klein ist, wenn ihre Energie kleiner ist als die Austrittsarbeit oder Ionisationsenergie, dann passiert keine Ionisation. Ja? Und es war so, wenn Sie in einer Physikprüfung bis so ungefähr zum Jahr 1960 das Gegenteil gesagt hätten, dann wären Sie glatt durchgefallen. Inzwischen ist es so, dass man durchfällt, wenn man sagt, also dass es nur so ist, wie Einstein gesagt hat, nämlich wir kommen zur Multiphotonionisation und dafür steht Maria Göppert-Meyer. Damals noch als Maria Göppert hat sie diese Arbeit geschrieben in Göttingen, schon in den frühen 1930er Jahren, hat sie ausgerechnet, wie aufgrund der Gesetze der Quantenmechanik mehr Photonenprozesse, also wenn mehrere Photonen, wenn das Licht tatsächlich mal so intensiv ist, ja, also noch intensiver, als man die Experimente am Anfang des 20. Jahrhunderts durchführen konnte, also so intensiv ist, wie man es erst mit Lasern machen kann, dass dann also tatsächlich mehrere Photonen zusammenwirken können und eben doch Ionisation schaffen. Ja, Frau Göppert-Meyer, so eine Anekdote am Rande, wie die ihr Rigorosum, gab es ja damals noch, ja, gemacht hat in Göttingen, da saßen als Prüfer 3 Nobelpreisträger vor ihr. Ja, natürlich Max Born, der Doktorvater, James Frank, Frank-Herz-Versuche und ein gewisser Adolf Windaus, ein Chemiker. Das war die Situation bis 1979 und jetzt kommt dieses Experiment von Agostini. Nämlich, dass mehr Photonen absorbiert werden, als eigentlich zur Ionisation notwendig sind. Ja, das hat man Above-Threshold-Ionisation genannt. Der Name ist ziemlich unglücklich gewählt, ich will da nicht näher drauf eingehen. Also ich habe irgendwann für mich gesagt, so ein Atom kann ja schließlich nicht zählen, woher soll es wissen, dass es bloß 6 Photonen absorbieren darf. Ja, manchmal absorbiert es halt 7 und manchmal auch 8. Sie sehen, das ist eine logarithmische Skala. Die höheren Peaks, die höheren ATI-Peaks, die werden immer unwahrscheinlicher, so kann man also damit leben. Gut, betrachten wir nun charakteristische Effekte von starken Laserfeldern. Ja, also unter starken Laserfeldern, da verstehe ich vielleicht 10 hoch 13, 10 hoch 14, 10 hoch 15 Watt pro Quadratzentimeter, je nachdem, wie stark die Elektronen im Atom gebunden sind. Nicht? Und die Frage ist natürlich, was passiert? Und dazu werfen wir einen Blick in unsere Physikbücher. Zum Beispiel das Physikbuch, das ich vor gut 40 Jahren unter der Schulbank gelesen habe. Nicht? Sie haben also hier einen starken Strahl, der auf eine unteilbare Einheit, also auf ein Atom trifft, hier eine römische Legion. Und man fragt sich, was passiert. Nicht? Die Fetzen fliegen, Trümmer fliegen davon und es gibt Lärm. Nicht? Und was Sie hier auch sehen, sind die Physiker einäugig und auf Krücken, nicht? Und Sie sehen auch, dass die nicht so recht draus schlau werden. Gut, schauen wir das Ganze ein bisschen formaler an. Also wir haben gesagt, es fliegen Teilchen weg und es entsteht Lärm, ja? Also vielleicht sogar Musik in dem Fall, wäre vielleicht besser ausgedrückt, nicht? Also was wir hier haben, sind also einerseits die hohen harmonischen, ja, also hier hervorgehoben, für die Anne L'Huillier den Nobelpreis kriegt, insbesondere weil diese hohen harmonischen sozusagen konspirieren, um zusammen Attosekundenpulse zu machen. Ja, das hat sie 1988 entdeckt und das sind die ersten Arbeiten. Was Sie hier sehen,
ist im Grunde ein ganz einfaches Experiment, was da, oder das Resultat eines ganz einfachen Experimentes, das hier gemacht worden ist. Man strahlt mit intensiver Laserstrahlung. Ja, dazu müssen die Pulse auch kurz sein, damit sie also halt entsprechend intensiv sind. Strahlen sie einfach auf Gas und dann kommen da nicht nur die ursprünglich eingestrahlte Strahlung raus, sondern es kommen sozusagen auch die Obertöne raus. Ja, also aus gewissen Gründen, Symmetriegründe sind es nur die dreifache, fünffache, siebenfache, neunfache und so weiter Frequenz. Aber da sehen Sie schon, dreifache, fünffache, siebenfache, neunfache. Ich hatte anfangs gesagt, dass das Problem, noch kürzere Pulse zu erzeugen, dass das Problem, das da dahinter steht, ist, dass wir kürzere Wellenlängen brauchen. Ja, wenn wir jetzt die elffache Frequenz haben, dann ist die also schon mehr als zehnfach kürzer. Also wir sind da schon auf dem richtigen Weg. Nicht? Und Sie sehen, und das ist hier das Spektakuläre an dieser Entdeckung, Sie sehen hier, dass die hohen harmonischen, so beginnend ab der, ja, was ist es denn, ab der 11. harmonischen, dass die alle ungefähr gleich stark sind. Ja, bis zu einem gewissen Punkt, wo das Ganze abbricht. Nicht? Hier sehen Sie dasselbe für Argon. Das ist mit den damaligen Lasern gemacht worden, 1988. Heute haben wir natürlich viel leistungsfähigere Laser. Wir können diese, wir können nicht nur die 30. harmonische oder so erzeugen, sondern auch die 300. Ja? Oder genauer gesagt 301. Ja? Und der interessante und entscheidend wichtige Punkt, und das war total neu, war, dass die höheren Ordnungen ungefähr gleich stark sind wie die niedrigeren Ordnungen. Also ganz anders wie das, was ich Ihnen vorhin bei den ATI-Spektren gezeigt habe. Nicht? Das war eine interessante Entdeckung, sicher auch eine spektakuläre Entdeckung. Allerdings, ja, die Leute mäkeln natürlich herum, ja, die Effizienz, die Konversionseffizienz, die ist ja nur 10 hoch minus 6. Hieß es, welchen praktischen Nutzen hat das? Nicht? So im Nachhinein würde ich sagen, vielleicht habe ich damals auch so gedacht, aber das ist die völlig falsche Einstellung. Die, es ist nicht nur 10 hoch minus 6, sondern es ist 10 hoch minus 6. Das ist spektakulär, wenn Sie, wenn Sie es vergleichen mit dem, was eigentlich so die Erwartung gewesen war. Und dann kommt es eben nur darauf an, mit wie viel Leistung ich reingehe und kann dann sehen, wie viel Leistung rauskommt. Ja? Also bei 10 hoch minus 6, wenn Sie da mit 1 Watt arbeiten, dann kommt eben da nur ein Mikrowatt rein. Wenn Sie es so machen wie unser Kollege Limpert, ja, hier der erste Punkt, warum wir uns da so drüber freuen über diesen Nobelpreis, der statt 1 Watt eben gleich ein Kilowatt nimmt, dann kommt da schon ein Milliwatt raus. Nicht? Und Sie, hier sehen Sie Jan Rothart in derselben Arbeitsgruppe, der damit harmonische erzeugt hat, bei denen in der Größenordnung von 10 hoch 15 Photonen pro Sekunde und Elektronenvolt herauskommen. Und das sind Zahlen, die Sie in diesem Spektralbereich sonst nur an Synchrotrons finden. Sonst nur an Synchrotrons. Ja, mit einem Aufbau, der nicht besonders groß ist, der hier locker reinpasst. Und der kann zumindest für diesen Spektralbereich mit den Synchrotrons konkurrieren. Ja, also nur für diesen Spektralbereich. Synchrotrons können auch bis zu Kilovolts gehen. Nicht? Diese hohen harmonischen, die sind für viele hier an dieser Universität von großer Bedeutung. Ich werde noch ein paar Namen nennen im Laufe der Zeit. Jedenfalls war das für uns der Anlass, Anne L'Huillier 2015 mit der Ehrendoktorwürde auszuzeichnen. Und uns war natürlich schon damals klar, dass der Nobelpreis für Anne L'Huillier nur eine Frage der Zeit ist. Wenn Sie die Laudatio lesen wollen und noch ein bisschen mehr Hintergründe da nachlesen wollen, dann können Sie das, finden Sie die Laudatio auf der Webseite unserer Fakultät, ein bisschen versteckt. Wenn Sie es nicht finden, schreiben Sie mir eine E-Mail, ich schicke Ihnen den Link. Ja, also hier Anne L'Huillier mit ihren hohen harmonischen.
Schauen wir, was sonst noch rauskommt. Nicht? Also hier auf die Ionen möchte ich nicht eingehen heute, auch eine Entdeckung von Anne L'Huillier. Schauen wir auf die Elektronen. Was Sie hier sehen, ist ein Spektrum, ein ATI-Spektrum, ja, hier wesentlich stärker zusammengestaucht. Die einzelnen Spitzen, die Sie hier sehen, die einzelnen Spitzen hier, die haben also einen Abstand von einer Photonenenergie. Das ist also hier dieses ATI-Spektrum, nicht? Und was ich selber vor 30 Jahren entdeckt habe, war ein ganz ähnlicher Effekt. Ja, nun in den Elektronen statt in den Photonen, also ein sogenanntes Plateau, wie man es eben auch bei den hohen harmonischen hat. Und Sie werden sehen, und das ist das Hübsche an diesem Feld, dass die beiden Effekte eng miteinander verwandt sind. Ja, ich sage immer gern, mein ATI-Plateau, das ist der kleine Bruder von Anne L'Huilliers harmonischen Plateau. Jetzt wollen wir uns anschauen, wie Attosekundenpulse entstehen. Ja, also wie aus diesem harmonischen Spektrum, wie die Attosekundenpulse machen. Und tatsächlich ist darüber sofort nach der Entdeckung der hohen harmonischen spekuliert worden. Nämlich die Laserphysiker, die da einen Blick drauf geworfen haben auf diese Spektren, die haben gesagt, was ist mit diesen einzelnen harmonischen, wenn die eine feste Phasenbeziehung zueinander haben? Dann müsste das doch ganz kurze Pulse machen. Nicht? Also wir nehmen uns also hier jetzt mal ein paar von diesen harmonischen raus und tragen die in so ein Polardiagramm, also in so ein Zeigerdiagramm ein, wie Sie es also jetzt hier sehen. Also jede dieser diese fünf Linien, der soll jetzt also hier so ein, ist so ein Zeiger, nicht? Und je nach Frequenz rotieren die verschieden schnell. Die niedrigsten harmonischen, am langsamsten, die sind hier rot eingezeichnet, nicht? Also rot hat ja die langsamste Frequenz, also hier entsprechend ins UV übertragen. Die Zeitskala da oben, die ignorieren Sie bitte, nicht? Also das habe ich, das Movie habe ich ursprünglich für einen anderen Fall gemacht. Da müssen wir jetzt also sowas, müssen Sie durch 100 teilen oder so. Also diese Pfeile drehen sich verschieden schnell und wenn Sie diese Pfeile addieren, ja, also Fuß an Spitze setzen und so weiter, dann sehen Sie die Kurve, diese hier, die hier auf dem rechten Panel eingezeichnet sind. Sie sehen also, diese Pfeile, dadurch, dass sich die verschieden schnell drehen, laufen die sozusagen auseinander, dann gibt es also keinen Lichtpuls. Und nach einer gewissen Zeit sind sie alle wieder aufeinander und dann kommt also wieder ein Lichtpuls. Ja? So funktioniert die Attosekundenpulserzeugung. Die Frage war nur, ist es tatsächlich so, dass diese verschiedenen Farben eine feste Phasenbeziehung haben? Und ich erinnere mich sehr gut an einen Vortrag, damals am Max-Planck-Institut für Quantenoptik, an dem ich gearbeitet habe, in dem ein etwas vorlauter Theoretiker eine Rechnung gezeigt hat und die Phasen dieser harmonischen ausgerechnet hat und gezeigt hat, dass die Phasen völlig wild durcheinander gehen. Nicht? Der Punkt war, dass seine Rechnung für ein einzelnes Atom war. Und die Idee war natürlich, ja, wenn das jetzt noch mehrere sind, die da zusammenwirken, kann ja nur schlechter werden. Nicht? Anne L'Huillier hat gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Und nachgewiesen, also den ersten Nachweis, den erbrachte Pierre Agostini mit seiner Arbeitsgruppe, damals noch in Paris. Der hat gezeigt, ja, was Sie also hier sehen, das sind die verschiedenen Phasen von vier verschiedenen harmonischen, dass die tatsächlich eine feste Phasenbeziehung haben, dass also das, was die harmonischen produzieren, ein Zug von Attosekundenpulsen ist. Ja? Getrennt durch ungefähr anderthalb Femtosekunden. Alle anderthalb Femtosekunden kommt da also so ein Attosekundenpuls von 250 Attosekunden ungefähr. So, jetzt, wie versteht man das Ganze? Nicht? Wenn Sie also so ein Spektrum anschauen,
mit so einem Plateau, nicht? Und sie fragen einen Theoretiker, Herr Amon, der sitzt hier auch irgendwo, ja, noch ein Theoretiker, Herr Katharius, ja, und fragen, wie man da die Standardmethode, ja, Herr Peschel ist ja auch ein Theoretiker, nicht? Also, wie man die Standardmethode der Quantenphysik hier anwenden würde, ja, dann schlagen die Hände über den Kopf zusammen, denn ja, die Reihe, die konvergiert nicht mal. Ja? Also diese Effekte, die man da so in den 80er Jahren, in 90er Jahren entdeckte, die haben zunächst für sehr viel Verwirrung gesorgt. Und was ich Ihnen jetzt zeige, ist, dass die Erklärung tatsächlich sehr simpel ist. Ja, wir werden sowas tun wie ein klassisches Modell. Manche Leute haben damals gesagt, das ist ja noch schlimmer als das Bohrsche Atommodell. Aber es hat für sehr viel Verständnis gesorgt und es steckt eben ein tiefer Kern Wahrheit in dem, was ich als nächstes erklären möchte. Also, wie man sie versteht, die Erzeugung von Attosekundenpulsen, also von hohen harmonischen oder eben auch vom ATI-Plateau. Und einer der Pioniere in diesem Feld, ich würde sagen, ja, derjenige, der die wichtigsten Beiträge dazu geleistet hat, das war Paul Qualcomm. Der ist beim diesjährigen Nobelpreis schändlicherweise übergangen worden. Ja, ich hätte nie gedacht, dass man den Nobelpreis für die Attosekundenlaserphysik vergeben kann, ohne Paul Qualcomm den Nobelpreis auch zu geben. Es geht um ein klassisches Modell. Und was wir uns vorstellen, ist, dass der Laser ein oszillierendes elektrisches Feld ist, so wie Sie es hier in dieser grünen Linie hier, also in dieser schwarzen Linie hier sehen. Ja, also Sie sehen also hier ein oszillierendes elektrisches Feld. Wir machen es ganz einfach. Wir betrachten noch nicht mal, dass wir einen kurzen Puls haben, also dass die Amplitude zeitabhängig ist. Einfach ein oszillierendes elektrisches Feld. Und nun ist die Idee, dass zu einem gewissen Zeitpunkt, wir nennen den T0, ja, ein Elektron vom Grundzustand ins Kontinuum kommt. Ja, und dann macht man eine lustige Approximation, die man die Starkfeldapproximation nennt. Nicht? Also die Physiker können das, die können also approximieren. Und ein Kollege hat es mal so zusammengefasst, 1 kann groß sein verglichen mit 1, 1 kann aber auch klein sein verglichen mit 1. Und so ähnlich funktioniert diese Approximation. Wir nehmen nämlich an, solange dieses Elektron noch im Grundzustand ist, also für Zeiten kleiner T0, da vernachlässigen wir das Laserfeld. Wir sagen einfach, wir haben ein stark gebundenes Atom, nicht? Und sobald das Elektron da ins Kontinuum gekommen ist, ich werde gleich erklären, wie das vielleicht ins Kontinuum kommt, sagen wir genau das Gegenteil, da sagen wir, das Laserfeld ist stark und wir vernachlässigen das Potenzial des Atoms. Nicht? Und wie es eben mit solchen Approximationen ist, wenn die erfolgreich sind, dann findet man später schon auch die Gründe, warum das erfolgreich ist. Gut, wie kommt dieses Elektron ins Freie sozusagen, ins Kontinuum? Das geht größtenteils über den Effekt der Tunnelionisation. Und den kennen Sie auch aus der Optik und den möchte ich Ihnen hier kurz vorführen. Tunnelionisation, den kennen Sie als frustrierte Totalreflexion. Ja, wir haben das also hier aufgebaut. Ja, was wir hier haben, ist ein Prisma. Und hier kommen die Mikrowellenstrahlen rein, werden hier reflektiert an der Hypotenusenfläche und werden dann hier vom Empfänger empfangen und Sie hören das Brummen. Ja, klingt hässlich, aber wir sehen also hier Totalreflexion hier an dieser Fläche. Totalreflexion bedeutet, dass nichts, aber auch gar nichts von dieser elektromagnetischen Welle hier in diesen Bereich reinkommt, hier in diesen klassisch verbotenen Bereich. Und wenn ich jetzt dieses andere Prisma hier heranführe, dann merken Sie, dass der Ton immer leiser wird. Ja, also offensichtlich kommt jetzt die Radiowelle durch und sie kommt sogar durch diesen Schlitz hier durch, wo sie eigentlich verboten ist. Ja, also so wäre es nicht überraschend.
Aber dass es hier trotzdem noch durchkommt, also hier durch einen Schlitz, ja, das ist eines der grundlegenden Eigenschaften von Wellen, nicht? Und Elektronen sind eben auch Wellen, deswegen machen sie auch den Tunneleffekt. Wir können das Ganze im Optischen auch noch zeigen, nicht? Hier haben wir wieder so ein Prisma. Das Licht fällt hier ein, wird total reflektiert an dieser Hypotenusenfläche und wir projizieren dann das Ganze, nicht? Und was ich jetzt machen kann, ist, dass ich hier meinen Fingerabdruck draufsetze, nicht? Und Sie sehen, also ja, vielleicht nochmal, da freut sich natürlich die Kriminalpolizei über solche Sachen, nicht? Da sehen Sie also frustrierte Totalreflexion, also das Licht, das dringt offensichtlich ein bisschen in den klassisch verbotenen Bereich ein, merkt, dass da mein Fingerabdruck drauf ist und streut an diesem Fingerabdruck. Gut, also so kommt das Elektron ins Kontinuum und die Frage ist natürlich, was danach passiert. Nicht? Also danach, habe ich gesagt, vernachlässigen wir der Einfachheit halber das Potenzial und entsprechend wird dieses Elektron im oszillierenden elektrischen Feld beschleunigt. Ja, und da habe ich mal eine Simulation gemacht, die werden wir also auch gleich noch zeigen. Herr Hell hat gestern das Experiment vorbereitet. Mir ist das Experiment viel zu spät eingefallen, deswegen bin ich besonders dankbar, dass es trotzdem noch so einigermaßen hingekriegt hat. Wir werden das eines Tages mal noch viel hübscher machen. Ich zeige Ihnen mal, was passiert, wenn das elektrische Feld, wenn das Elektron an der Spitze, am Maximum des elektrischen Feldes, da ist die Tunnelwahrscheinlichkeit am größten, ins Feld kommt. Nicht? Dann schaut das Ganze also so aus, nicht? Ja, dass das Elektron, das wird wegbeschleunigt, kommt wieder zurück, wird wegbeschleunigt, kommt wieder zurück und so geht es endlos weiter. Wollen wir es mal vorführen, Herr Hell? Ja, ist natürlich schwierig, diese, die Kugel, ja, wir haben also jetzt hier diese, so ein Aluminiumprofil, das ständig hin und her schaukelt, ja, so ähnlich wie es diese grüne, hellgrüne Kurve tut. Und Herr Hell muss es also jetzt schaffen, genau dann, wenn der Ausschlag hier dieses Profils am größten ist, die Kugel loszulassen. Ja. Ja, das ist ziemlich gut. Ja. Ja, Sie sehen also, das ist also hier mehr oder weniger gefangen. Gut, also das passiert, wenn das Elektron hier genau an der Spitze ins Feld gekommen ist. Ja, also die rote Kurve, die sagt, zu welchem Zeitpunkt das Elektron da ins Feld gekommen ist. Die blaue, die gibt also die Geschwindigkeit an. Nicht? Und jetzt machen wir dasselbe Experiment, wo die Kugel oder das Elektron, müsste ich hier sagen, ein bisschen vor dem Maximum ins Feld gekommen ist. Ja? Also das schaut dann in der Animation so aus. Nicht? Dann sehen Sie, dass das Elektron einfach wegläuft. Nicht? Und dasselbe versuchen wir jetzt also hier auch zu zeigen. Ja, da sehen Sie, ja, also es ist also sehr nah dran an dem, was ich gezeigt habe. Gut, ja. Also das Elektron läuft einfach weg, nicht? Und nochmal, hier war T0 kleiner als die Zeit vom Maximum. Ja, ist also vorm Maximum des elektrischen Feldes ist die Kugel ins Freie gekommen, ja? Oder bei uns das Elektron ins Kontinuum gekommen. Jetzt schauen wir uns die Situation an, wenn das danach passiert. Ich habe sogar hingeschrieben, wie ich das in meiner Simulation gemacht habe, nämlich 110 Attosekunden nach dem Feldmaximum. Ja? Dann schaut die Kurve so aus, nicht? Also da, es läuft in die andere Richtung, das ist nicht das Entscheidende. Aufs Entscheidende werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Aber bevor ich darauf komme, zeigen wir das also auch im Experiment.
Nicht? Sie sehen, ja, das war ein bisschen zu spät. Ja. Genau, so ist es. Ja. Und dann läuft die Kugel also wieder davon. Ja, okay, das Ganze ist nicht ganz waagrecht, ja. Gut, aber wir schauen uns das also hier an. Nicht? Das Entscheidende war, das Elektron kommt kurz nach dem Maximum ins Kontinuum. Und da entstehen die interessanten Elektronentrajektorien. Denn wenn Sie diese beiden Kurven miteinander vergleichen, dann ist das Entscheidende nicht, dass die eine nach links und die andere nach rechts läuft. Ja, da würde ich also Punkte, äquivalente Punkte finden, wo beide also nach links laufen. Sondern das Entscheidende ist, dass im hier gezeigten, links gezeigten Fall, das Elektron nicht zum Atom zurückkehrt, während es im rechten Fall zum Elektron zurückkehrt. Ja? Also hier ist es mit einem Blitz gezeigt und an diesem Punkt, da passiert die interessante Geschichte. Ja? Ich sollte vielleicht noch darauf hinweisen, dass das hier nicht maßstäblich gezeigt ist. Also eigentlich müsste ich die blaue Kurve sehr viel größer im Vergleich zum Atom zeigen. Nicht? So ein Atom hat eine Größe von einem halben Angström oder einem ganzen Angström oder sowas, 10 hoch minus 10 Meter. Und die Oszillation, die ist da 10-mal so groß, 20-mal so groß, 50-mal so groß. Ja? Und entsprechend ist also auch diese Energie, mit der das zurückkommt, ja? Diese blaue Kurve bezeichnet die kinetische Energie, mit der das zurückkommt, ist also sehr viel höher als die Bindungsenergie. Und man kann das also ausrechnen, wie hoch das ist. Einfach mit klassischer Mechanik. Das kann man in der Oberstufe machen. Ja? Gut, also die Frage ist, was passiert oder was kann passieren, wenn das Elektron in die Nähe des Kerns zurückkommt? Ja, also was passieren kann, ist, dass das Elektron rekombiniert und ein Photon frei wird, dass die Energie der Rückkehr, dass sie eine Energie hat, die der kinetischen Energie bei der Rückkehr entspricht, plus die Ionisationsschwelle. Und ich hatte ja gesagt, dass diese Rückkehrenergie je nach Laserintensität sehr, sehr viel höher sein kann als die Bindungsenergie und entsprechend wird ein hochenergetisches Photon frei. Ja? Und das sind diese hohen harmonischen. Ja? Warum sind es harmonische? Weil das Ganze periodisch passiert. Es kann noch was anderes passieren. Statt zu rekombinieren, kann das Elektron auch streuen. Und wenn es das tut, kann es mehr Energie aus dem Feld aufnehmen. Und dann haben wir mein ATI-Plateau. Und hier sehen Sie das Fax, so ein, zwei Wochen nach der Entdeckung, dass ich an einer der Koryphäen der Multiphotonenphysik damals geschickt habe, der Leiter der Theorieabteilung am Max-Planck-Institut wurde, das ist Peter Lampropoulos, und habe also von dieser Entdeckung berichtet, also ich habe also dieses historische Fax noch und im Sommer haben wir also diese Entdeckung gefeiert, da haben wir noch keine Ahnung gehabt, wohin der Nobelpreis gehen würde, nicht? Es war uns nur klar, 30 Jahre ATI-Plateau, das müssen wir feiern, das haben wir hier in einem Münchner Biergarten getan. Hier sehen Sie ganz links, sehen Sie Wilhelm Becker sitzen, einer der ganz wichtigen Theoretiker in dem Feld, der auch die Quantentheorie dazu gemacht hat, also wie man diese klassischen Trajektorien, wie man da eine saubere Quantentheorie draus macht, das funktioniert mit Feynman-Pfad-Integralen und am Kopf des Tisches sitzt Manfred Kleber, von dem stammt übrigens der Spruch, 1 kann groß sein gegen 1, 1 kann auch klein sein gegen 1, also auch ein bedeutender Theoretiker und darüber hinaus ein ganz lebenswerter Mensch, genauso wie Wilhelm Becker. Ja, und meine Frau sitzt auch dabei und die Frau von Wilhelm Becker auch. Kommen wir zum letzten Teil. Wir haben jetzt viel gesprochen über Anne L'Huillier, über Pierre Agostini.
jetzt fehlt noch Ferenc Krauss. Und was er geleistet hat, war der Nachweis von isolierten Attosekundenpulsen. Sie erinnern sich, bisher haben wir von Attosekundenpulszügen gesprochen. Und man hatte also so lange Zeit die Vorstellung, ja, viel schicker wäre es eigentlich, wenn man einen einzelnen Attosekundenpuls hat. Ja, so wie sich in den letzten 20 Jahren das Feld entwickelt hat, sind es doch noch Attosekundenpulszüge, die meistens verwendet werden. Aber trotzdem, wie mache ich jetzt einen isolierten Attosekundenpulszug? Das macht man dadurch, dass man den Laserpuls, der die Attosekunden erzeugt, der die harmonischen erzeugt, dass man den so kurz macht, dass er im Wesentlichen nur noch aus einem Zyklus besteht, dann kann die Geschichte, die wir Ihnen hier gezeigt haben, dann kann die nur noch einmal stattfinden und dann kann es also nur einen Attosekundenpuls geben. Während sonst, wenn das also hier dauernd hin und her schaukelt, dann kann der Prozess, den wir hier gezeigt haben, nämlich dass das Elektron da ins Kontinuum kommt und wieder zurückkommt, kann es in jedem Halbzyklus passieren. Und deswegen kriegen Sie einen Attosekundenpulszug. Also wir müssen kurze Pulse verwenden und dafür war er sowieso ein Spezialist, der Ferenc Krauss. Hier sehen Sie so einen Few-Cycle-Puls, Einzelzyklenpuls habe ich das mal übersetzt, nicht? Also einen Puls, der im Wesentlichen nur aus einem einzelnen Zyklus besteht. Aber da gibt es ein Problem, denn mit derselben Einhüllenden kann der Puls auch ganz verschieden ausschauen. Ja, so wie Sie das hier sehen. Und es war also nötig, dass man zuerst mal Einzelzyklenpulse herstellt, die alle genauso ausschauen. Und auch das ist mit einem Nobelpreis verbunden, nämlich den Nobelpreis für Physik 2005 für Ted Hensch, der den Frequenzkamm erfunden hat und dieser Frequenzkamm, der hat über die Fourier-Transformation hat eine interessante Verbindung zur Starkfeldlaserphysik. Also jedenfalls mit der Technik, die er erfunden hat, kann man dafür sorgen, dass jeder Puls dieselbe Wellenform hat. Nicht? Ich habe mit diesen Pulsen auch gearbeitet und habe mir Folgendes vorgestellt. Wenn ich also so einen Puls habe, ich habe den jetzt mal also um 90 Grad gedreht, nicht, dann sehen Sie, dass der Puls in die eine Richtung eine größere Amplitude hat als in die anderen Richtungen. Nicht? Und entsprechend habe ich mir vorgestellt, wenn wir da hier so ein bisschen Gas in den Laserfokus stellen und ja, der ist rot angezeigt, und es tatsächlich so ist, dass das Feld in die eine Richtung größer ist als in die andere, dann liegt es ja nahe, dass mehr Elektronen in die eine Richtung fliegen als in die andere. Ja? Die Idee ist gut, die Einzelheiten, die müssen noch ausgearbeitet werden. Nicht? Und wenn ich den Puls andersrum erzeuge, dann passiert natürlich das Gegenteil. Auch das war wieder inspiriert von meinem Lieblingsphysikbuch. Nicht? Sehen Sie hier. Es macht eben einen Unterschied, ob der Schlag von der linken oder von der rechten Seite kommt. Während bei einem langen Puls, so wie Sie es hier sehen, da gibt es keinen Unterschied. Und auch das steht in meinem Physikbuch nicht. Es macht hier keinen Unterschied. Ja, und entsprechend stellt man eben einen Elektronendetektor links und rechts vom Fokus auf und schaut dann mal, wie die ATI-Spektren ausschauen, nicht? Und wie ich das gesehen habe, habe ich mich sehr gefreut, nämlich diese ATI-Spektren, diese Photoelektronenspektren mit dem Plateau, die haben das laufen gelernt sozusagen, nicht? Die stolzieren da sehr elegant, wie so ein Wartvogel durchs Wasser, so marschieren die da. Gut, diese Pulse hat dann Ferenc Krauss also tatsächlich verwendet, um isolierte Attosekundenpulse zu erzeugen. Und die Nachweismethode, und das ist auch wieder so eine hübsche Geschichte, die können Sie wieder mit demselben Experiment erklären. Die Idee ist nämlich, dass Sie mit dem isolierten Attosekundenpuls, also mit diesem einzelnen Puls, ein Elektron über ganz normale Photoionisation, wie ich sie hier gezeigt habe, ins Kontinuum setzen
und dann hat dieses Elektron schon eine Anfangsgeschwindigkeit. Sie müssen also das, was ich in der Simulation gemacht habe, wo ich also mit null Anfangsgeschwindigkeit gestartet habe, müssen Sie nur mit einer nicht von null verschiedenen Anfangsgeschwindigkeit starten und können dieselbe Analyse machen und es kommt genau das raus, was diesen Nobelpreis zugrunde liegt. Nicht? Und das Ergebnis, das ist also hier gezeigt. Nicht? Und richtig darauf hingewiesen hat Paul Qualcomm, Ferenc Krauss, auf diese Geschichte, soweit ich gehört habe. Entsprechend steht er hier also auch auf der Publikation mit drauf. Dann finden wir hier noch einen bekannten Namen, Christian Spielmann, Kollege hier am Institut. Und außerdem Reinhard Kienberger, der am übernächsten Montag in einer Woche, hier im Physikalischen Kolloquium einen Vortrag halten wird. Ja, also im Abeanum findet der statt, Montag 16 Uhr. Würde mich freuen, wenn da ein paar von Ihnen kommen. Und gleich eine Woche später haben wir noch jemanden eingeladen, der auch Einschlägiges getan hat, ja, nämlich an Nanospitzen, Peter Hommelhoff. Der wird also am 20. November ebenfalls 16 Uhr im Abeanum sprechen. Ja, damit bin ich am Ende meiner Vorlesung. Noch ein Veranstaltungshinweis, hat wenig mit Physik zu tun, vielleicht doch ein bisschen was mit Physik. Nicht? Klang der Stolpersteine haben wir erfunden, um unsere Stadt hier lebenswert für alle zu halten, damit am 9. November keine Demonstrationen von irgendwelchen Rechtsextremisten hier stattfinden. Flyer liegen oben aus, Plakate können Sie also auch haben. Würde mich freuen, wenn Sie da auch dabei sind. Und ansonsten bleibt mir nur noch ein schönes Wochenende zu wünschen.